Liebe junge Väter vielleicht oder Angehende, haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da. Tja, manche Szenen im Leben verbindet man nur mit einem Namen, obwohl der Hauptakteur ein ganz anderer war. Diese Momente in Montreal 1976 bleiben unvergessen und sie haben den Reporter Heinz-Florian Oertel auch über die Grenzen der kleinen DDR hinaus berühmt gemacht. Auf jegliche Lobhudelei wollen wir an dieser Stelle aber verzichten. Nur so viel: Oertel hat seinerzeit an den ganz großen Rädern des Sportjournalismus gedreht. Eine Legende hat Geburtstag. Er ist nun 85 und er hat Uwe Karte für Sport im Osten ganz exklusiv einen ganz privaten Einblick gestattet. Das hätte es früher nicht gegeben. Ein Sprachloser, Heinz-Florian Oertel. Der kleine Trompeter ist Wolfgang Behrendt. So wie er, der erste DDR-Olympiasieger, wurden fast alle späteren Helden bei ihren sportlichen Ruhmestaten von Oertels Stimme begleitet. Heinz-Florian Oertel war eine große Persönlichkeit in der damaligen DDR. Ein großer Artikulateur mit Worten. Seine Kommentare für Fußball habe sogar ich geguckt, weil sie eben eine blumige Sprache immer war und sehr spontan und sehr von Herzen kam. Gerd, versuche zu stehen, er steht, die Last bleibt oben, ist das klasse. Der ist ja so wie ein Magazin, wie ein Lexikon, wie ein lebendes Lexikon ist er. Der hat Namen, tausende von Namen mit Zeiten, mit Weiten und Stricken und alles hat er im Kopf. Jens, je aufs Janze, möchte ich berlinerisch sagen, zu dir als Erzgebirgler. Und flieg und treibe den Sprung und lande sicher. Der hier, um den es heute Abend hier geht, der in Kürze 85 wird, dann mit dem Vorsprung von mir, das war der Beste. Diese Woche in Berlin. Heinz-Florian Oertel auf dem Weg ins neue Deutschland. Eigentlich will er zur Buchlesung, seine einzige zum runden Geburtstag. Alle anderen Termine sind abgesagt. Aus gesundheitlichen Gründen. Die Hüfte macht ihm zu schaffen. 200 Neugierige sind gekommen. Treue Oertel-Anhänger, ehemalige Sportler, Weggefährten von einst. Sie erleben den öffentlichen Oertel. Einen charmanten Plauderer mit nahezu ausufernder Freundlichkeit. Wenn jemand dabei einschlafen sollte, nehme ich das auch hin, denn ich gehe davon aus, viele sind auch am Radio oder am Fernsehen eingeschlafen, wenn ich sprach, ohne dass sie mich gezielt treffen wollten. Über den privaten Oertel war und ist relativ wenig bekannt. Dabei hatte er in der DDR einen Bekanntheitsgrad, von dem Politiker heute nicht mal zu träumen wagen. Nun aber exklusiv für Sport im Osten, Oertel über Oertel. Ich galt als Pfeife. Also als einer, ja, der die große Schwäche hat, kein besonders angriffslustiger oder mutiger Mensch zu sein, auch nicht zu rauchen, nicht zu trinken. Ja, immer wenn wir wohin kamen und es wurde was angeboten und der Kellner oder der Gastgeber kam dann und näherte sich meinem Stuhl und wollte mir was einschenken, da haben die anderen dann gleich gesagt, der nicht, aber so, der nicht. Oertel mit einem Glas in der Hand, dafür muss man schon lange im Archiv kramen. In der DDR war er omnipräsent, nicht nur im Stadion. Irgendwann beschloss er, ungedopt Frohsinn zu verbreiten und genoss Freiheiten wie kaum ein Zweiter. Bockwürste. Stopp mal, junger Mann, stopp mal. Ich war zu Hause nie besonders, wie soll ich sagen, gesprächig, weil das ja meine Arbeit war, viel zu sprechen, sprechen müssen. Und nur noch sprechen wollen, das ist eigentlich nicht so meine Stärke gewesen. Die vielleicht schwierigste Aufgabe hat ihm das Leben erst in der jüngsten Vergangenheit gestellt. Nach dem frühen Tod seiner Tochter und des Schwiegersohnes lebt das Enkelkind bei ihm und seiner Frau. Der Junge ist 70 Jahre jünger als Heinz-Florian Oertel.
ein Vorteil dabei ist, mit dem Jungen, mit unserem Jonathan Max heißt er, zu leben. Und da meine Frau, wie gesagt, 10 Jahre jünger ist, ist da doch viele, wie soll ich sagen, viel Luft vorhanden. Und ich kann manches auch noch mit ihm machen. Ich kann manches noch erzählen von allem Erlebten. Oder wir gehen gemeinsam dahin oder dorthin. Es ist eine schwierige, aber eine sehr schöne Endaufgabe. Am kommenden Dienstag wird Heinz-Florian Oertel 85 Jahre alt. Zum runden Geburtstag hat die Reporterlegende Ost einen einfachen Wunsch. Ich sage das Simpelste, was fast jeder sagt. Aber wenn man älter ist und immer älter noch werden konnte, durfte, ist es vielleicht auch sehr realistisch, noch ein paar Jahre zu leben.